In Litauen spitzt sich die Lage in den Flüchtlingscamps zu. Viele der hier gestrandeten MigrantInnen fürchten, dass sie zurück nach Belarus geschickt werden. Die litauische Regierung und die EU versuchen unter anderem mit einem Grenzzaun zu verhindern, dass Menschen aus dem östlichen Nachbarland heraus nach Litauen kommen. Belarus wiederum schloss nun ebenfalls seine Grenzen. Unterdessen versuchen Schlepper, ihr Geschäft zu machen. Ein Mann hat uns den Weg gezeigt. Er hat gesagt, geht da lang, nach Deutschland. Er hat gelogen. Die Europäische Union muss uns hier rausholen. Wir alle hier versuchen, nach Europa zu kommen. Wenn Litauen uns nicht nimmt, muss Europa uns helfen. Niemand hier will nach Belarus. Wir wollen nach Europa, Deutschland oder in irgendein anderes Land. Grund für die angespannte Lage ist auch der Streit zwischen der EU und Belarus. Unter anderem wegen der Unterdrückung Oppositioneller im Land beschloss Brüssel Sanktionen gegen Minsk. Machthaber Alexander Lukaschenko drohte daraufhin damit, Flüchtlinge aus Ländern wie dem Irak, Afghanistan oder Syrien gen Westen passieren zu lassen. Die Zahl der illegalen Grenzübertritte nach Litauen ist seit Wochen ungewöhnlich hoch.